Seit 1998 veranstalten Hans-Uwe Pilz, 35-facher Fußballnationalspieler der DDR, und der Zwickauer Eventmanager Matthias Kraus jedes Jahr im Sommer ein Fußballferiencamp für Kinder. Auf der Insel Rügen und an der Werdauer Sportschule bekommen die Jungen und Mädchen Anregungen für ihre sportliche Entwicklung, eine fundierte fußballerische Ausbildung und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten. Um der hohen Nachfrage zu entsprechen, kommt 2016 als dritter Standort der Ferienpark im vogtländischen Schöneck dazu. Außer auf der Insel Rügen ist das Fußballferiencamp von Hans-Uwe Pilz und Matthias Kraus seit mehreren Jahren in der idyllisch gelegenen Sportschule von Werdau zu Gast. Mit seinem Kunstrasen- und Volleyballplatz, den Sporthallen, der Tartanbahn und einem Schwimmbecken hat das Objekt all das zu bieten, was man von einer sportlich ambitionierten Ferienwoche erwartet. 1998 taten sich der 35-fache DDR-Nationalspieler und der Zwickauer Eventmanager zusammen, um Kinder erlebnisreiche Sommerferien zu ermöglichen und gleichzeitig etwas für die Nachwuchsgewinnung im Fußball zu tun. Na gut, das war halt damals eine Idee. Wir wollten was für den Zwickauer Fußball tun und wollten dementsprechend auch dann das gleichzeitig verbinden mit einer Sichtung für den FSV Zwickau. Und so ist es eigentlich entstanden. Und dass natürlich jetzt so eine Dynamik entwickelt hat, ist natürlich erstaunlich. Obwohl es Fußballferiencamps mittlerweile wie Grashalme in einem Stadion gibt, ist das von Hans-Uwe Pilz und Matthias Kraus stets bereits lange vorher ausgebucht. Über die Gründe dieses Erfolges kann der 56-jährige Fußballlehrer, der in der Bundesliga einst für Dynamo Dresden und den FSV Zwickau die Töppen schnürte, nur mutmaßen. Erfolgsgeheimnis ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass so akribisch gearbeitet wird, dass die Kinder vor allem 24 Stunden betreut werden, dass die also immer beschäftigt werden, ob nun in der Freizeit oder im Training oder wenn wir ins Kino gehen oder sonst wohin. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Kinder dann dementsprechend die positiven Sachen zu Hause weitererzählen, ihren Kumpels erzählen, die es nächstes Jahr mitbringen. Und so ist eigentlich die Dynamik dann mit entstanden. 49 Jungen und ein Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren verbringen seit letztem Sonntag eine abwechslungsreiche Fußballwoche an der Werdauer Sportschule. Jeder Camp-Teilnehmer bekommt ein individuell bedrucktes Trikot, eine Hose, Stutzen und eine Trinkflasche, die bei den aktuellen Temperaturen genauso wichtig ist wie der eigene Ball. Jede Gruppe hat ihren eigenen Betreuer. Der Trainerstab setzt sich aus Nachwuchstrainern des FSV Zwickau, ehemaligen Spielern und Sportstudenten zusammen. Mac Eichentopf vom FC Sachsen 90 Werdau ist bereits zum vierten Mal dabei. Die Trainingseinheiten absolviert die 12-Jährige immer noch mit dem gleichen Enthusiasmus wie ihre männlichen Altersgenossen. Die Teilnehmer kommen inzwischen nicht mehr nur aus der Region. Der gute Ruf des Fußballferiencamps hat sich mittlerweile sogar bis nach Halle herumgesprochen. Bis Freitag wird noch in Werdau trainiert. Am Sonntag geht es dann auf der Insel Rügen weiter. Werdau war eigentlich so gedacht, dass diejenigen, die jetzt sagen wir, aus der Umgebung kommen, die das erste Mal in so einem Camp sind, hier nach Werdau kommen. Dort sind auch mal die Eltern schnell da, wenn sie mal Heimweh haben. Das ist natürlich auf Rügen nicht. So, und wer dann zwei, dreimal hier war, der fährt natürlich dann auch mit auf Rügen. Das ist dann diese Dynamik, die dann mit nach Rügen genommen wird. Ja, die Kinder haben also fußballspezifische Ausbildung in der Woche. Bei den Temperaturen, wie sie diese Woche waren, muss man dann natürlich dort ein bisschen dosiert trainieren. So, dann die Freizeitgestaltung wird organisiert, wie zum Beispiel heute Nachmittag gehen sie ins Webalu. Dort können sie auch dementsprechend mit dem Ball dort arbeiten. Dann gestern waren sie im Kino. Dann sind die Sponsorentermine natürlich ganz wichtig, wo dann Fotos gemacht werden. Morgen ist ein Grillabend und mit Abschlussspiel gegen die kleinen Kinder. Und das sind eigentlich sagen wir so die Highlights der Woche. Ein Besuch beim fußballerischen Aushängeschild der Region, dem FSV Zwickau, gehört traditionell ebenfalls dazu. Ja, also das hat der Matthias ja immer gemacht, dass er mit Thorsten Ziegner immer mal zwei, drei Leute mit hergeholt hat. Ist auch ganz wichtig für die Region, damit auch sich die Spieler mal hier sehen lassen. Wo die Spieler, die Jungs dann auch sagen, okay, die waren mal da gewesen und wir wollen vielleicht auch mal in die Richtung Profifußballer werden. Neben dem regelmäßigen Training im Verein bietet ein Fußballferiencamp, wie es Hans-Uwe Pilz und Matthias Kraus jährlich veranstalten, dafür eine solide Basis. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Deshalb soll 2016 ein neuer Standort dazukommen.
Also die Nachfrage ist schon wieder riesengroß, weil auch nächstes Jahr noch ein neues Camp angeboten wird in Schöneck. Und da tauchen natürlich auch viele Fragen auf. Wie wird das dann dort ablaufen? Wird ähnlich ablaufen wie hier, weil die Sportschule dort auch hervorragende Bedingungen hat. Und dann werden wir mal sehen. Aber ich habe dort keine Angst. 18 Jahre lang war das Ding jetzt ausgebucht und es ist das 19. Jahr genauso. Die Termine für 2016 stehen bereits fest. Die Sportschule Werdau ist vom 17. bis 22. Juli gebucht. Zeitgleich findet das Fußball-Feriencamp erstmals im IFA-Ferienpark Schöneck statt. Vom 24. bis 29. Juli geht es dann erneut nach Samtens ins Störtebeker Sporthotel auf die Insel Rügen. Anmeldungen sind unter www.fußballferiencamp.de möglich. Für Geschwister oder erneute Teilnehmer gibt es 20 € Rabatt.